شعت شموس الهدي بالكلمات فنارت الأفهام بالآيات. أسرج بنور العلم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal kadhimin al-ghayd wal afin an an-nas wallahu yuhibbul muhsinin. Wenn wir uns die Realität der schiitischen Gemeinschaft anschauen, dann sehen wir, dass manchmal über manche Imame mehr gesprochen wird als über andere Imame. Und das ist uns sicherlich allen aufgefallen. Wir sehen beispielsweise über Imam Amir al-Mu'minin, salatullahi wa salamu alayhi, wird viel geredet. Über Imam Abi Abdullah al-Hussein a.s. wird viel geredet. Über Imam al-Sadiq, über Imam al-Mahdi, ajallallahu farajahu al-Sharif, wird viel geredet. Aber manche Imame gehen in unserer Mitte unter. Und das ist in erster Linie unser Verschulden. Beispielsweise Imam al-Hadi a.s., Imam al-Jawad a.s. Über diese Imame wissen die meisten wahrscheinlich nicht mehr als bloß den Namen, wer ihr Vater ist und wer ihr Sohn war. Also der nächste Imam nach ihm. Mehr eigentlich nicht. Nicht mal die Namen der Mutter eventuell. Und einer dieser Imame, der in unserer Mitte unterdrückt wird, weil wir kaum über ihn reden, kaum über sein Leben berichten, ist Imam Musa bin Ja'far al-Kadhim, salawatullahi wa salamu alayh, dessen Todestag gestern war, der 25. Rajab. Imam al-Kadhim, salawatullahi wa salamu alayh, wurde am 7. Safar geboren. Das ist auch unter anderem eines der Gründe, wieso man seinen Geburtstag beispielsweise nicht feiert. Ja, in der Regel nutzt man die Geburtstage und die Todestage der Imame, um über sie zu sprechen. Wer kann sich jetzt vorstellen, wieso man den Geburtstag von Imam al-Kadhim eher verdrängt und nicht feiert, wie man beispielsweise den Geburtstag des Propheten sallallahu alaihi wa alaihi feiert? Er ist am 7. Safar geboren. Was ist da? 7. Safar, der Monat nach Muharram, das heißt die Zeit der Trauer um Imam Abi Abdullah al-Hussein a.s., diese 40 Tage, der 7. Safar fällt darunter. Deshalb geht es etwas unter, dieser Tag. Als Imam al-Kadhim a.s. geboren wurde, sagte Imam al-Sadiq a.s., sein Vater Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, er sagte, Allah gab mir das beste Geschenk, einen Sohn, dessen Gesicht dem Gesicht des Propheten Gottes Musa ähnelt. Und daher habe ich mich entschieden, ihn Musa zu nennen. Und Imam Musa al-Kadhim a.s. ist der einzige Imam von den Imamen der Ahlul Bayt, der den Namen eines Propheten trägt. Natürlich ein Prophet vor unserem Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alih. Nämlich, wir haben viele Imame, die ebenfalls Muhammad hießen. Imam Muhammad al-Baqir beispielsweise, Imam Muhammad al-Mahdi ajallallahu farajahu al-Sharif, Imam Muhammad al-Jawad a.s. صلى على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. الإمام موسى ابن جعفر الكاظم عليه السلام. Der Sohn von Imam al-Sadiq und der Vater von Imam al-Ridha. صلى الله عليه وسلم عليهم أجمعين. Und seine Mutter war Hamide. Seine Mutter Hamide stammt aus Nordafrika. Und jetzt mag sich jemand fragen, gab es nicht genug Frauen in Medina? Wieso hat Imam al-Sadiq a.s. beispielsweise nicht eine Frau aus Medina gehabt? Wieso eine aus Nordafrika? Der Imam a.s., die Gelehrten sagen, der Imam a.s. wollte uns etwas damit zeigen. Er wollte sagen, im Islam gibt es nicht sowas wie ein Kastendenken. Ich bin ein Araber, also heirate ich nur von den Arabern. Ich bin ein Iraker, also heirate ich nur von den Irakern. Ich bin ein Libanese, also heirate ich nur von den Libanesen. In dieser Gesellschaft ist es ebenfalls verbreitet. Hier in Deutschland habe ich es zum Glück nicht gehört, aber in London gibt es einige dieser Meinungen. Ein Sayyid darf nur eine Sayyida heiraten. Jemand von der Linie des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alaihi darf nur eine heiraten, die ebenfalls aus dieser Linie stammt. Diese Gedanken sind verbreitet. Manche Menschen haben diese Gedanken. Und mich hat mal einer angeschrieben, wollte mit mir diskutieren, dass es sogar so sein soll, dass ein Sayyid nur eine Sayyida heiraten darf, mehr nicht. Aber Imam al-Sadiq a.s., wer ist mehr würdig, ein Sayyid zu sein, als Imam al-Sadiq a.s.? Imam al-Sadiq, Ja'far ibn Muhammad al-Sadiq, Sohn von Imam al-Baqir, Sohn von Imam al-Sajjad, Sohn von Imam al-Hussein, Sohn von Ali ibn Abi Talib, Sohn von
Sohn von Ali ibn Abi Talib und Sohn von Fatima al-Zahra, der Sohn des Gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Eine direkte Linie. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Aber der Imam alaihi salam hat nicht gesagt, ich bin der Sohn des Gesandten Gottes, ich heirate nur eine Frau aus dieser Linie. Er hat sich eine Frau aus Nordafrika geholt und uns gezeigt, im Islam gibt es nicht dieses Denken, dass man nur von seiner Kultur und seiner Abstammung heiraten soll. Nein, der Islam ist in der Hinsicht frei. Voraussetzung, Bedingung ist, dieser Mensch muss gottesfürchtig sein. Und diese Hamida, die Frau von Imam Sadr a.s., die Mutter von Imam al-Kadhim a.s., diese wurde von Imam Sadr sehr gepriesen. Er hat sehr viele Überlieferungen über sie berichtet. Unter anderem eine Überlieferung von Imam Sadr a.s. über seine Frau, beziehungsweise über die Mutter von Imam al-Kadhim Hamida. Er sagte, Allah ist zufrieden mit ihr und sie ist mit allem zufrieden, was Allah ihr gab. Und es ist etwas anderes, wenn ich sage, möge Allah mit dir zufrieden sein, als wenn ein Imam Ma'sum sagt, Allah ist zufrieden mit ihr. So wie Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran sagt, مَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Allah subhanahu wa ta'ala sagt über seinen Gesandten, er spricht nicht aus eigener Begierde, vielmehr ist er eine Offenbarung, die offenbart. Und wenn Imam Sadr a.s. sagt, Allah ist zufrieden mit ihr, dann können wir hundertprozentig sagen, Allah ist zufrieden mit ihr. Und Imam Sadr a.s., hört euch jetzt diese Überlieferung an. Imam Sadr a.s. pflegte zu den Frauen von Medina zu sagen, wann immer ihr eine Frage habt, so fragt meine Frau Hamide. Sie wird euch die gleiche Antwort geben, die ich euch geben würde. Welch ein Level muss diese Frau also erreicht haben, dass Imam Sadr sagt, sie gibt euch genau die gleiche Antwort, die ich euch geben würde. Fragt meine Frau Hamida. Das war die Mutter von Imam al-Kadhim, salawatullahi wasalamu alayh. Und natürlich, wenn jetzt der Vater ma'sum ist, wenn es der Vater wissend ist, die Mutter wissend ist, dann ist es ohne Zweifel, dass ebenfalls der Sohn wissend wird. Imam al-Kadhim, salawatullahi wasalamu alayh, sein Wissen können wir bereits in jungen Jahren feststellen. Bereits in jungen Jahren können wir sehen, was für ein Wissen Imam al-Kadhim a.s. hatte. Ein Beispiel, er war 5 Jahre alt. Wir alle wissen, wir alle kennen Abu Hanifa beispielsweise. Abu Hanifa ist einer der Begründer der Rechtsschulen unserer sunnitischen Geschwister. Und er war ein Schüler von Imam Sadr a.s. Das ist bekannt. Aber wenn Imam Sadr a.s. mal beschäftigt war, dann hat Imam al-Kadhim a.s. ihm die Fragen beantwortet. Es wird berichtet eine ganz bekannte Überlieferung, worin Abu Hanifa einst zum Haus von Imam Sadr a.s. kam und anklopfte. Imam Sadr war aber beschäftigt, sodass Imam al-Kadhim a.s. die Tür öffnete. Er war 5 Jahre alt. Und Abu Hanifa sagte, ist dein Vater hier? Er sagte, mein Vater ist hier, aber ist gerade beschäftigt. Kann ich dir weiterhelfen? Er sagte, ich habe einige Fragen, aber ich warte auf deinen Vater. Er sagte, nein, stell mir die Frage, vielleicht kann ich helfen. Und er sagte, nein, ich warte auf deinen Vater. Er sagt, nein, stell die Frage. Und dann sagte er, Abu Hanifa, junger Mann, O Musa, wenn wir eine Sünde begehen, ist es Allah, der diese Sünde macht? Oder sind wir und Allah, die diese Sünde machen? Oder sind nur wir, die diese Sünde machen? Habt ihr die Frage verstanden? Also Abu Hanifa hat Imam al-Kadhim gefragt, wenn wir eine Sünde begehen, ist diese Sünde, macht Allah diese Sünde durch uns? Sind wir an dieser Sünde beteiligt und Allah, oder sind nur wir an dieser Sünde beteiligt? Und der Imam a.s. sagte, O Abu Hanifa, wenn es Allah ist, der uns die Sünde machen lässt, mit welchem Recht bestraft er uns dann mit dem Feuer? Das wäre ungerecht, wenn Allah subhanahu wa ta'ala uns die Sünde machen lässt. Weshalb kommt er und bestraft uns dann? Das ist ungerecht. Und Allah subhanahu wa ta'ala ist der Gerechteste der Gerechten. Wenn Allah und wir an der Sünde beteiligt sind, gilt genau das Gleiche. Allah ist an dieser Sünde beteiligt. Wieso bestraft er uns? Also sind nur wir es, die diese Sünde begehen und Allah subhanahu wa ta'ala hat nichts mit dieser Sünde zu tun. Wir haben diesen freien Willen und wir entscheiden uns entweder für den richtigen Weg oder für den falschen Weg. Er war im Alter von 5 Jahren und Abu Hanifa war in einem bereits fortgeschrittenen Alter. Daher, wenn wir uns das Wissen wirklich, das Wissen der Ahlul Bayt a.s. anschauen, erkennen wir ihr Wissen bereits in jungen Jahren. Und dann kommen manche und sagen, ich bin aber noch nicht überzeugt von der Ahlul Bayt. Sucht im gesamten Universum,
von Adam bis zum Tage der Auferstehung, sucht alle Existenzen, Allah subhanahu, alle Existenzen, alle Geschöpfe, die Allah erschaffen hat, ihr werdet keine Existenz finden, die Allah näher ist als Muhammad wa al-Muhammad. Ich weiß jetzt nicht mehr genau welche, ich glaube Ziyarat Jami' al-Kubra. Der Wortlaut ging ungefähr so: Ilahi, law wajadtu shufa'a'un aqrabu ilayka min Muhammad wa al-Muhammad, lattakhadtuhum shufa'a'i. O Allah, wenn es Existenzen geben würde, wenn es Fürsprecher geben würde, die dir näher sind als Muhammad wa al-Muhammad, dann hätten wir sie genommen. Aber es gibt niemanden, der dir näher ist als Muhammad wa al-Muhammad alayhi salam. Und das sehen wir als solchen Geschichten. Ihr wisst bereits in jungem Alter, im Alter von 5 Jahren, Imam al-Mahdi, ajallallahu farajahu al-Sharif, wann betrat er sein Imamat, wann wurde er Imam? Ebenfalls im Alter von 5 Jahren. Und manch einer mag sagen, wie kann das sein, dass... Ist doch entgegen der Logik, wie kann so ein kleines Kind jemanden belehren? Allah subhanahu wa ta'ala, was sagt er im Heiligen Koran über Yahya? Ya Yahya, khudh al-kitaba biquwa wa ataynahu al-hukma sabiyya. Yahya war selber ein kleines Kind, ein junger Mann, wie es der Heilige Koran bezeichnet. Oder über Isa alayhi salam, inni Abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyya. Wahrlich, ich bin ein Diener Gottes, er machte mich zum Propheten und er gab mir das Buch. Und Isa a.s. war bereits nur einige Tage alt. Und zu einer anderen Begebenheit kam Abu Hanifa zu Imam Sadiq a.s. und er sagte, du musst deinem Sohn Musa ibn Ja'far, also du musst deinem Sohn Musa das Gebet beibringen. Ich glaube, er macht Fehler im Gebet. Und Imam Sadiq a.s. sagte, was ist passiert? Er sagte, ich habe ihn beten sehen und jemand ist vor ihm hergelaufen und er hat ihn nicht entfernt. Weil bei unseren Geschwistern der Ahlus Sunnah ist es so, dass man nicht, wenn man betet, soll keiner vor einem herlaufen quasi. Und er sagte, jemand ist vor ihm hergelaufen, aber er hat nichts dagegen unternommen. Deswegen bring ihm das bei. Und Imam Sadiq a.s. sagte, geh du zu ihm und bring du ihm das bei. Und Abu Hanifa sagte, okay. Also ging er zu Imam Al-Kadhim a.s. Was will Imam Sadiq uns damit deutlich machen? Abu Hanifa ging zu Imam Al-Kadhim und er war 5 Jahre alt. Er sagte zu ihm, ich muss dir das Gebet beibringen. Er sagte, bitte sehr. Er sagte, ich habe dich letztens beten sehen und jemand ist vor dir hergelaufen und du hast ihn nicht weggemacht. Du musst, wenn jemand vor dir betet, wenn jemand vor dir herläuft und du bist gerade im Gebet, dann musst du ihn wegmachen. Er darf nicht vor dir laufen, er muss hinter dir herlaufen. Und Imam Al-Kadhim a.s. im Alter von 5 Jahren sagte er, O Abu Hanifa, Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Heiligen Koran, und er ist uns näher als unsere Halsschlagader. Bei Allah, im Gebet war ich so sehr auf meinen Herrn fokussiert, ich habe niemanden gesehen, der vor mir hergelaufen ist. Im Alter von 5 Jahren. Das waren unsere Imame bereits in ihren jungen Jahren. Und so wuchs Musa ibn Ja'far a.s. herauf zu einem jungen, gepflegten, gottesfürchtigen Menschen. Er hatte ein kleines Haus und die Menschen sagen, immer wenn wir in der Nähe dieses Hauses kamen, hörten wir die schöne Stimme von Musa ibn Ja'far, wie er den Koran rezitiert, wie er weint, als er den Koran rezitiert, wie er die Bittgebete spricht. Und wir hörten ihn sagen, Ya Muhsinu qad ataka al-Musi. O du, der das absolut Gute ist, der Sündige ist zu dir gekommen. So sprach Imam Al-Kadhim a.s. mit seinem Herrn, mit Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Al-Kadhim a.s. durchlebte 4 abbasidische Khalifen. Wir wissen ja, nach den Umayyaden gab es einen Umsturz zur Zeit von Imam al-Baqir und Imam al-Sadiq und dann kamen die Abbasiden an die Macht. Ja, die Abbasiden sind von der Linie von Abbas. Wer weiß, wer Abbas war? Nicht Abul Fadl al-Abbas, Qamar bani Hashim. Nicht, dass einer denkt. Richtig, der Onkel des Propheten, sallallahu alaihi wa alihi. Die Khalifa al-Abbasiyin waren also von der Linie des Onkels des Propheten Abbas. Und Imam al-Kadhim a.s. hat 4 Khulafa, 4 Khalifen der Abbasiden erlebt. Zum einen al-Mansur, al-Mahdi, al-Hadi und Harun al-Rashid. Diese 4 Khulafa hat er quasi erlebt. Al-Mansur, al-Mahdi, al-Hadi und Harun al-Rashid. Als Imam al-Sadiq a.s. starb, dachte al-Mansur, er kann jetzt einen Trick anwenden, sodass er direkt den Nachfolger von Imam al-Sadiq sofort töten lässt. Also Imam al-Kadhim. Al-Mansur hatte einen Gouverneur, der hieß Sulaiman. Und nachdem Imam Sadiq a.s. starb, rief er diesen Gouverneur Sulaiman zu sich. Er sagte, O Sulaiman, ich habe die frohe Nachricht bekommen, dass Ja'far ibn Muhammad gestorben ist. Geh, such seine Wasiyya, such sein Testament. Und was er dort in seinem Testament geschrieben hat,
den Namen desjenigen, der in seinem Testament steht, töte ihn. Jeder Name, der in seinem Testament steht, den sollst du töten. Und jetzt schaut, wie Imam Sadr a.s. dies im Vorfeld bereits vereitelt hat. Wenn wir sagen, ihr Wissen ist ungleich unserem Wissen, dann sehen wir jetzt wieso. Sulaiman ging, hat nach der Wasiyya, nach dem Testament von Imam Sadr gesucht und er fand diese Wasiyya. Er hat sie genommen, er hat gelesen, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, verrichtet das Gebet, gebt Acht auf die Zakat, beerdigt mich so und so, macht dies und das, und bis er dann zu der Stelle kam, und meine Nachfolger sind 5. Bis Imam Sadr in seiner Wasiyya schrieb, und meine Nachfolger sind 5. Erstens, Al-Mansur al-Dawaniqi. Zweitens, Sulaiman, er selber, der das gerade liest. Abdullah, Hamida und Musa ibn Ja'far. Und ihr könnt euch vorstellen, als er das las, ist er selber blau angelaufen. Er hat den Befehl bekommen, alle zu töten, die auf dieser Liste steht. Al-Mansur war selber einer von ihnen. Er selber war auch auf dieser Liste. Und Musa ibn Ja'far a.s. Er ging zum Khalifen, er ging zu Al-Mansur. Und Al-Mansur fragte aufgeregt, und hast du das Testament gefunden? Was steht da drin? Er sagte, Meister, ja, ich habe es gefunden. Er sagt, lies vor, was da steht. Er war aufgebracht. Und er hat vorgelesen, Mansur al-Dawaniqi, Sulaiman. Er sagt, stopp. Wie, was? Er sagte, mein Herr, du hast mir befohlen, alle zu töten, die auf dieser Liste stehen. Du bist einer von ihnen. Und ich bin einer von ihnen. Er sagte, bei Allah, vergiss die Angelegenheit, lass diese Menschen gehen. Vergiss es. Wenn wir also von Wissen der Imame a.s. sprechen, dann in solch einem Maße. Und wir kommen gleich zu einer weiteren Geschichte, wo wir das Wissen der Imame a.s. kennenlernen. So begann das Khalifat, das Imamat von Musa ibn Ja'far al-Kadhim, salawatullahi wa salamu alayhi, und er war 20 Jahre alt. Das heißt, er war 20 Jahre alt, als sein Vater Imam Sadr a.s. gestorben ist. Und eine Sache ist den Menschen sofort an diesem neuen Imam aufgefallen, weshalb er den Beinamen Al-Kadhim bekam. Wer weiß, was Al-Kadhim bedeutet? Ja, die Schwestern trauen sich nicht zu melden, aber sie wissen es auch, wurde gesagt. Derjenige, der seinen Zorn unterdrückt, der seinen Groll unterdrückt. Diesen Beinamen hat er bekommen. Weil im Alter, als Imam Al-Kadhim a.s. Imam wurde, haben die Menschen ihn beleidigt, haben die Menschen ihn beschimpft, ihn verflucht, ihn und seinen Vater. Und es wird berichtet, nicht einmal in seinem ganzen Leben hat er darauf reagiert. Oder hat darauf geantwortet. Oder hat darauf zurückgeschimpft, zurückbeleidigt. Nicht ein einziges Mal. Daher bekam er den Beinamen Al-Kadhim. Derjenige, der seinen Zorn, der seine Wut unterdrückt. Der seine Zorn und seine Wut nicht nach außen hin bringt. Daher sagt Allah subhanahu wa ta'ala im Heiligen Koran, Wal-Kadhimin al-Ghayd. Wal-Kadhimin, Kadhim, Imam al-Kadhim, Wal-Kadhimin al-Ghayd. Also, die den Groll unterdrücken und den Menschen vergeben, und Allah liebt diejenigen, die Gutes tun. Daher, wenn wir diese Eigenschaft des Imams kennenlernen, müssen wir versuchen, selber ein Kadhim zu sein. Was für einen Sinn hat es zu sagen, Assalamu alaika, ja Musa ibn Ja'far al-Kadhim, aber wir selber sind nicht Kadhim in unserem Leben. Sobald wir etwas zornig sind, lassen wir diesen Zorn raus und lassen es den anderen unser Gegenüber schmecken. Eines der Eigenschaften und die besondere Eigenschaft von Imam al-Kadhim war, dass er seinen Zorn und seine Wut unterdrückt hat. Beispiel. Eines Tages lief er, salatullahi wa salamu alayhi, durch die Straßen mit seinen Gefährten. Und plötzlich trafen sie auf jemanden, der sagte, ich verfluche dich und deinen Vater. Einfach so jemand kam zu Imam al-Kadhim und sagte, ich verfluche dich und deinen Vater. Und die Gefährten um den Imam wollten eingreifen. Der eine wollte ihn schlagen, der andere wollte ihn zurückbeleidigen, der andere wollte ihn zurückverfluchen. Der Imam sagte, stopp, lass ihn. Er hat mich und meinen Vater verflucht, vergiss es, gehen wir weiter. Ignoriert. Ein paar Tage später hat er seine Gefährten gefragt, was meint ihr, wie wir mit solchen Menschen umgehen müssen? Der eine sagte ihm, wir müssen ihn schlagen, wir müssen ihn beleidigen, wir müssen ihn beschimpfen. Der Imam sagte, nein, ich werde mich drum kümmern, passt auf. Der Imam erkundigte sich, wo ist dieser Mann, der ihn einige Tage zuvor verflucht hat. Und man hat ihm gesagt, er ist in seinem Garten. Der Imam a.s. ging zu seinem Garten und bereits von Weitem, als er Imam al-Kadhim kommen sah, er sagte, oh du, was tust du hier, du Sohn einer, so und so. Direkt beleidigt, mit der höchsten Beleidigung. Imam al-Kadhim sagte, wieso, was ist los? Er sagte, du läufst gerade hier, du zerstörst gerade meinen Garten, meine Ernte, du zertrampelst mit deinen Füßen meine Ernte. Imam al-Kadhim a.s. sagte, wie viel hast du für diese Ernte ausgegeben? Er sagte, 100 Dinar. Er sagte, wie viel erwartest du von der Ernte? Er sagte, 200 Dinar.
Er sagte, hier ist ein Beutel mit 300 Dinar. Der Mann war verwundert. Er sagte, ich habe dich vorhin beleidigt, ich habe dich verflucht, ich habe so und so mit dir gemacht. Du gibst mir jetzt sofort das Geld. Und der Imam a.s. sagte, wir, die Ahlul Bayt, uns wurde befohlen, nicht nur den Menschen zu sagen, sie sollen ein gutes Benehmen zu haben, sondern dies auch in unserem eigenen Leben auszuleben, in unserem eigenen Leben zu praktizieren. Nicht nur den Menschen sagen, seid gut, aber selber dann zurückschimpfen, zurückbeleidigen. Deswegen Imam al-Kadhim a.s. war derjenige, der seine Wut und seinen Zorn unterdrücken konnte und stets vernünftig mit den Menschen sprechen konnte. Daher der berühmte Ausspruch des Siegels der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, innama bu'ithtu li utammima makarim al-akhlaq. Wahrlich, ich wurde nur gesandt, um die Moral und das Benehmen des Menschen zu vervollständigen, zu vervollkommnen. Der Islam, weshalb kam der Islam? Natürlich, damit wir beten, fasten, ja. Aber das Hauptziel kam, der Islam kam, um den Menschen in seinem Wesen zu verändern, um aus dem Menschen einen guten Menschen zu machen, der sich um seine Familie kümmert, der sich um seine Freunde kümmert, der sich um seine Mitmenschen kümmert, der einen edlen Charakter hat. Und daher sagt Allah subhanahu wa ta'ala als Beschreibung seines Propheten im Heiligen Koran, innaka la'ala khuluqin azim. Allah subhanahu wa ta'ala, der Herr der Welten, sagt zu seinen Propheten, wahrlich, du hast einen herausragenden, edlen Charakter. Tugendeigenschaften. Das ist das, was der Islam vom Menschen verlangt. Und ein anderer berichtet, er sagt, bei Allah, ich habe gesehen, wie jemand einst Musa ibn Ja'far al-Kadhim von oben bis unten mit Wasser durchnässt hat. Er hat ihn komplett von oben bis unten mit Wasser durchnässt. Aber scheinbar unbeabsichtigt. Und er sagte, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wal-Kadhimin al-Ghayr. Also dieser Mann, der ihn mit Wasser durchnässt hat, er sagte, wal-Kadhimin al-Ghayr. Der Imam sagte, ich habe meinen Zorn unterdrückt. Er sagte, wal-Afina an-Nas. Er sagt, ich habe dir vergeben. Wallahu yuhibbul muhsinin. Du bist frei im Angesicht Gottes. Weil ihr wisst, früher gab es ja Sklaverei. Es war etwas Normales. Und einen Sklaven frei zu lassen, hat hohen Wertverlust quasi bedeutet. Und die Imame der Ahlul Bayt, um diese Sklaverei zu beenden und verschwinden zu lassen, haben sie Sklaven aufgekauft, ihnen den Islam beigebracht, sie lesen und schreiben gelehrt und sie dann freigelassen. Sallu ala Muhammad wa Ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa Ali Muhammad. Daher das Erste, was Imam al-Kadhim a.s. versucht hat, den Menschen beizubringen, und das Erste, was er den Menschen gezeigt hat, war sein gutes Benehmen, sein herausragender Charakter. Weil nur derjenige, der gutes Benehmen hat, dem wird man auch zuhören. Jemand, der schlechtes Benehmen hat, der nur flucht, der nur beschimpft, der kann so wissend sein wie 10 Maraja, niemand wird ihm zuhören. Wieso? Er kommt, das ist so und so, du so und so. Jetzt die ganze Zeit so und so, wir können hier keine Ausdrücke natürlich verwenden. Aber worauf ich hinaus will, jemand, der ein gutes Benehmen hat, der seine Zunge im Griff hält, der kann auch sein Wissen verbreiten. Jemand, der ein schlechtes Benehmen hat, der kann noch so viel Wissen haben, er wird nicht vorankommen. Daher der Beiname des Siegels der Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, als er Gesandter wurde, was war sein Beiname? Sein Beiname, bevor er Prophet wurde. As-Sadiq al-Amin, der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige, bevor er Prophet wurde. Wir wissen, für die ersten 40 Jahre seines Lebens, hat er den Islam quasi noch nicht nach außen hin gepredigt. Da kam der Erzengel Jibrail noch nicht auf ihn. Und in diesem Zeitabschnitt hat er sich diesen Beinamen quasi erarbeitet, As-Sadiq al-Amin, der Wahrhaftige, der Vertrauenswürdige. Damit, wenn er dann mit der Botschaft des Islams kommt, die Menschen ihm zuhören, die Menschen ihm Glauben schenken. Daher war das, worauf Imam Sadiq a.s. besonderen Wert gelegt hat. Einst lief Imam al-Kadhim a.s. besonderen Wert gelegt hat. Einst lief Imam al-Kadhim a.s. durch die Straßen und er sah, dass von einem Haus Musik gespielt wurde. Er lief durch die Straßen, er sah ein Haus, dort lief laute Musik und eine Frau war davor und hat den Boden gewischt. Und der Imam a.s. ging zu dieser Frau. Er sagte zu ihr, kann ich dich etwas fragen, gnädige Frau? Sie sagte, ja, natürlich. Er sagte, ist der Besitzer dieses Hauses ein Sklave oder ein freier Mann? Und sie sagte, er ist ein freier Mann, er ist kein Sklave. Und der Imam a.s. sagte, ja, natürlich, denn wäre er ein Sklave, so würde er wissen, dass sein Herr ihn beobachtet. Schaut, was für eine Antwort.
Ja, natürlich, wäre er ein Sklave, würde er wissen, dass sein Herr, also Allah subhanahu wa ta'ala, ihn beobachtet. Und die Frau war erstmal verwundert, sie war geschockt quasi von diesen Worten. Sie hat selber berichtet, sie hat gesagt, ich habe noch nie so darüber nachgedacht. Sie ging nach Hause, ihr Mann war da, er fragte, was ist los, wieso bist du reingekommen? Sie sagte, vorhin draußen war ein Mann, er hat mich etwas gefragt. Er sagte, was hat er dich gefragt? Sie meinte, er hat mich gefragt, ist der Besitzer dieses Hauses ein Sklave oder ein freier Mann? Und ich sagte ihm, er ist ein freier Mann. Und er sagte, ja, natürlich, wäre er ein Sklave, so würde er wissen, dass sein Herr ihn beobachtet. Und der Mann sagte, beschreibe mir diesen Mann, wie sah er aus? Sie hat ihn beschrieben, er hat so einen Bart, er hat solche Augen, er trug dies und jenes. Er sagte, bei Allah, das ist Musa ibn Ja'far. Er rannte hinaus, barfüßig, ohne sich etwas anzuziehen. Er rannte hinaus zum Imam, a.s. Diese Person übrigens, er wurde dann später bekannt als Bishr al-Hafi. Bishr al-Hafi, die Arabisch kennen, al-Hafi, bezeichnet man denjenigen, der barfüßig läuft, weil er barfüßig rausgelaufen ist zu Imam al-Kadhim a.s. Er sagte zu ihm, O Imam, vergebe mir. Ich habe nie über Musik so nachgedacht, wie du es mir beschrieben hast. Ich habe in der Vergangenheit gehört, dass es verboten ist, aber niemand hat mich überzeugt. Aber so wie du es mir erklärt hast, das hat mich überzeugt. Und der Imam a.s. sagte, wenn du bereust, so wird Allah dir vergeben. Wie ist es heutzutage bei uns? Heutzutage in den muslimischen Haushalten ist es normal, dass Musik läuft, auf Hochzeiten läuft Musik, auf Verlobungsfeiern läuft Musik. Es ist was ganz Normales inzwischen geworden. Wir sagen alle, wir sind Diener Allahs, wir sind Anhänger der Ahlul Bayt, aber nicht in dem Bereich, bitte nicht in dem Bereich. Wenn es um Hochzeit geht, feiern, nein, da machen wir eine kleine Ausnahme. Allah wird uns schon vergeben. Aber denken wir darüber nach, was Imam Sadiq a.s. sagt. Natürlich reden wir über die verbotene Art der Musik. Wie können wir uns Sklaven Gottes nennen? Wie können wir uns Diener Gottes nennen, wenn wir uns nicht an seine Gebote halten? Dann sind wir keine Diener Gottes. Dann müssen wir aufhören, uns selber zu belügen. Wenn wir uns unsere Religion selber machen und das, was Allah uns sagt, nicht befolgen, dann sollen wir wenigstens ehrlich zu uns sein und sagen, wir sind keine Diener Gottes, wir sind Diener unserer Gelüste. Lass Allah daraus, bitte. Wir müssen ehrlich zu uns sein. Wieso lügen wir uns an? Für wen bringt es, wenn wir uns selber anlügen? Wenn wir wirklich Diener Gottes sind, wenn wir wirklich Sklaven Gottes sind, dann befolgen wir auch das, was Allah subhanahu wa ta'ala sagt. Und ohne Zweifel ist die verbotene Musik eine Handlung, die verboten ist. Einmal ein Gelehrter erzählt, er sagt, bei einer Familie hat ihr erster Sohn geheiratet. Und auf deren Hochzeit lief Musik. Ich sagte ihm, was soll das, wieso läuft diese verbotene Musik? Er sagte, komm, Sheikhna, Sayyidna, das ist mein erster Sohn, nur diesmal. Beim zweiten Sohn genau das Gleiche. Sheikhna, das ist mein zweiter Sohn, ich liebe ihn besonders, nur dieses Mal. Beim dritten Sohn, Sheikhna, das ist der letzte Sohn. Wirklich, nach ihm, ich habe keine Söhne mehr, das ist der letzte. Wen belügt man? Wen will man hier belügen? Wenn man sich selber als Diener Gottes, wenn wir im Gebet sagen, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, meinen wir es ernst oder belügen? Oder sind es Worte, die wir sprechen und wir belügen uns selber dadurch? Die Frage müssen wir uns selber mal stellen. Und Imam al-Kadhim alayhi salam hat versucht, den Islam auf eine logische und rationale Art und Weise zu erklären. Er hat versucht, es so rüberzubringen, dass derjenige nachdenkt. Imam al-Kadhim hätte genauso sagen können, Musik ist haram, wenn du es hörst, wirst du für immer in der Hölle schmoren. Was hat das gebracht? Er hat gesagt, okay, so einen Islam will ich nicht, danke. Aber schaut, wie Imam al-Kadhim a.s. es ihm erklärt hat, dass es bei ihm Klick gemacht hat. Er sagt, ich bete, ich sage, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ich bete Allah an. Ich gebe zu, ich bin der Sklave Gottes. Aber wenn ich das bin, wieso mache ich dann sowas? Das ist eine Lehre für uns. Die Eigenschaft von Imam al-Kadhim, nämlich ein Kadhim zu sein, der seinen Zorn und seine Wut unterdrückt, war besonders notwendig für seine Zeit. Denn in der Zeit von Imam al-Kadhim a.s. wurden die Schiiten so sehr unterdrückt und gefoltert und gedemütigt wie in keiner anderen Geschichte zuvor. Das heißt, es gibt keine Periode in der islamischen Geschichte, wo die Schia von Ahlul Bayt so gedemütigt und tyrannisiert wurden, wie zur Zeit von Imam al-Kadhim a.s. Wie gesagt, hat er 4 Abbasiden Khalifen erlebt. Al-Mansur, Al-Hadi, Al-Mahdi und Harun al-Rashid, den sicherlich die meisten kennen. Und die Schiiten konnten zu dieser Zeit nur durch Taqiyya überleben. Also nur indem sie verborgen haben, dass sie Anhänger der Ahlul Bayt sind, indem sie so getan haben, als wären sie keine Anhänger der Ahlul Bayt, nur so konnten sie überleben.
daher die großen Gefährten von Imam al-Kadhim a.s., wie beispielsweise Ibrahim al-Ju'fi, Ahmad al-Halabi oder Ahmad al-Bazanti, die konnten nur durch Taqiyya überleben. Und in dieser Zeit geschah eine besonders große Tragödie, die Tragödie von Fakh. Eine Tragödie, die Fakh genannt wird. Über die Imam al-Ridha a.s. sagte, gäbe es nicht die Tragödie von Ashura, so wäre die größte Tragödie für Al-Muhammad die Tragödie von Fakh. Was ist Fakh? Was ist da geschehen? Weiß es jemand? Hat schon mal jemand was davon gehört? So dass Imam Rida sagte, wäre nicht die Tragödie von Ashura, die Tragödie von Imam Abi Abdullah al-Hussein, dann wäre die größte Tragödie, die Al-Muhammad geschehen ist, diese Tragödie in Fakh, die zur Zeit von Imam Al-Kadhim a.s. stattfand. Der Khalif Al-Mansur hatte zwei Söhne, wie gesagt Al-Mahdi und Al-Hadi. Und diese Khalifen haben die Schiiten schikaniert. Sie haben einfach einen Cousin von Imam Al-Kadhim genommen, Hassan al-Afbas, und haben ihn mit 200 Peitschenhiebe geschlagen und öffentlich behauptet, er hätte Alkohol getrunken. Ein anderer Cousin von Imam al-Kadhim namens Hussein ibn Ali. Imam al-Kadhim hatte einen Cousin, der hieß Hussein ibn Ali. Und er sagte, es reicht jetzt. Wir wurden gedemütigt, wir wurden getötet, wir wurden schikaniert, es reicht. Diese Tyrannei muss aufhören. Er hat die gesamte Familie von Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi, die gesamte Nachfolgerschaft von Muhammad, sallallahu alaihi wa alihi, versammelt und die Liebenden und hat gesagt, es reicht, wir müssen eine Revolution starten. Und die Anführer dieser Revolution war dieser Hussein ibn Ali und seine Schwester Zainab. Subhanallah. Schaut ihr, wie die Geschichte sich wiederholt? 100 Jahre nach Karbala gab es wieder eine Revolution gegen die Tyrannei, angeführt von einem Hussein ibn Ali und einer Zainab a.s. Und sie hatten ein Papierstück. Und Hussein ibn Ali sagte zu seiner Schwester Zainab, O Zainab, wenn ich sterben sollte, dann lass dieses Papierstück verschwinden, denn darauf stehen die Namen unserer Anhänger und die Namen unserer Befolger. Damit, wenn ich sterben sollte, die Abbasiden nicht zu ihnen gehen und sie alle verfolgen und tyrannisieren und schikanieren. Und so geschah es auch, als er Märtyrer wurde, als er starb. Was geschah dann? Der Gouverneur hat alle Kinder, die von der Nachkommenschaft des Propheten sallallahu alaihi wa alihi versammelt und sie vor dem Khalifen Al-Hadi gebracht. Und sie vor dem Khalifen Al-Hadi nach Bagdad gebracht. Al-Hadi saß auf seinem Thron, vor ihm hunderte Kinder, alle Kinder versammelt von der Familie, von der Nachkommenschaft des gesamten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Hunderte Kinder waren vor ihm. Er sagte, wer sind diese Kinder? Und sie sagten ihm, es sind die Söhne und Töchter von Fatima al-Zahra. Und er sagte, bringt mir ein Schwert. Und sie sagten zu ihm, was möchtest du mit dem Schwert? Er sagte, stellt sie alle in einer Reihe auf. Ich will sehen, wie viele Köpfe ich mit einem Schlag durchtrennen kann. Und heutzutage gibt es manche Anhänger der Ahl-Bayt, die sagen, bei Allah ist es schwierig, religiös zu sein. Es ist schwierig, die Ahl-Bayt zu befolgen. Bei Allah, diejenigen wissen nicht mal 1% von der Schwierigkeit derjenigen, die vor uns waren. Da sehen wir, wie schwierig es war, Muhammad und Al-Muhammad zu befolgen. Nicht heute, weil wenn wir draußen beten, wenn die Zeit knapp wird, wir draußen beten. Nein, aber jemand könnte uns anschauen und uns auslachen. Jemand könnte uns komische Blicke zuwerfen. Wenn wir religiös in einem Bad tragen, nein, die Leute lachen uns aus. Es ist schwierig, religiös zu sein in dieser Zeit. Damals, das war die Schwierigkeit. Die ganzen Kinder versammelt, weil sie Kinder und Töchter von Fatima al-Zahra. Sie haben kein Verbrechen. Er wollte schauen, wie viele Köpfe er mit einem Schlag durchtrennen kann. Das ist die Schwierigkeit, ein Anhänger der Ahlul Bayt zu sein. Und jetzt müssen wir schauen, haben wir eine Schwierigkeit heutzutage? Wir versammeln uns jeden Freitag, wir hören die Lehren der Ahlul Bayt alaihi salam jeden Tag und trotzdem, nein, es ist schwierig für uns. Jetzt sehen wir, was die Schwierigkeit in der Geschichte wirklich war. Daher sagte Imam Rida, salawatullahi wasalamu alayhi, er sagte, wenn nicht die Tragödie von Karbala wäre, dann wäre das die größte Tragödie, die uns widerfahren ist. Und Al-Hadi sagte dann, er sagte bei Allah, Musa ibn Ja'far steckt dahinter. Er hat diese Revolution angezündet, ich werde ihn töten. Und einer seiner Richter, er stand da, und er sagte, nein, ich schwöre bei meinen Kindern, Musa bin Ja'far hatte nichts damit zu tun. Jemand anderes hat diese Revolution geleitet. Er meinte, nein, ich werde ihn töten, du wirst sehen.
Die Leute von Imam al-Kadhim, seine Gefährten, haben davon was mitbekommen. Sie gingen zu Imam al-Kadhim und sagten ihm: O Imam, al-Hadi will dich töten lassen. Und er sagte: Lasst mich mein Gebet zuerst beten. Er betete. Danach las er Dua Jaushan al-Sagir. Dua Jaushan al-Sagir, das Gebet, das Bittgebet, was vorhin hier lief, für die Geschwister, die etwas früher gekommen sind. Er las dieses Bittgebet und dann sagte er: Macht euch keine Sorgen, gleich wird die Nachricht kommen, dass al-Hadi verstorben ist. Und ein paar Minuten später kam jemand: Al-Hadi ist gerade gestorben. Nach Al-Hadi kam der schlimmste Khalif, nämlich Harun al-Rashid. Harun al-Rashid, wenn er herausgefunden hat, dass jemand ein Anhänger der Ahlul Bayt war, wurde er sofort geköpft, ohne Fragen zu stellen. Er ist ein Schiite, köpft ihn, fertig. Das war Harun al-Rashid. Harun al-Rashid hat niemals zugelassen, dass jemand sagt, er ist ein Anhänger der Ahlul Bayt. Das einzige, du kannst machen, was du willst, aber sag nicht, du liebst Ali ibn Abi Talib. Wenn du sagst, du liebst Ali und Fatima und ihre Nachfahren, dann wirst du getötet. Genauso wie heute im Irak. Ich habe heute gehört, ich weiß jetzt nicht mehr, wer das sagte, Sheikh Ahmad al-Wa'ili, rahimahullah, er sagte, es ist leichter, ein Drogendealer zu sein, als ein Befolger der Ahlul Bayt. Ein Drogendealer wird gelassen, wird vielleicht auf die Hand geschlagen und dann wird er wieder freigelassen. Aber ein Anhänger der Ahlul Bayt, der diese Gedanken trägt, er wird sofort geköpft. Wie kannst du Ali lieben? Wie kannst du Fatima lieben? Wie kannst du sie befolgen? Der wird sofort geköpft. Nach Al-Hadi kam also Harun al-Rashid. Daher, wir haben gesagt, es war schwierig in dieser Zeit, ein Anhänger der Ahlul Bayt zu sein. Wir hier treffen uns jeden Freitag. Jeden Freitag 18 Uhr. Jeder weiß, 18 Uhr treffen wir uns hier und reden über die Lehren der Ahlul Bayt. Wisst ihr, wie das zu dieser Zeit war? Wie haben die Menschen Majalis beispielsweise gemacht? Wie haben die Menschen andere, die Ahlul Bayt, näher gebracht? Durch Butter. Verkaufen von Butter. Jetzt mag sich jemand die Frage stellen, was hat es damit auf sich, Butter verkaufen? Damals war es so, dass die Anhänger von Imam al-Kadhim zu der Schia gegangen sind, an der Haustür geklopft haben und so getan haben, als würden sie Butter verkaufen. Und ihnen dabei die Lehren von Imam al-Kadhim, Imam al-Kadhim sagte dies, Imam Sadr das, der Prophet sagte das, und ihnen erzählt an der Tür. Und immer wenn sie gesehen haben, dass eine Wache vorbeilief, haben sie gesagt: Ah, du willst 3 Kilo Butter? Okay, kein Problem, mache ich dir bereit. So war es damals. Und heute, Alhamdulillah, alle Freiheiten haben wir, über die Lehren der Ahlul Bayt zu sprechen, und trotzdem die Moscheen sind leer. Alhamdulillah, ich rede jetzt von einem allgemeinen Zustand, die Moscheen sind leer. Jemand wohnt nur 5 Minuten von der Moschee entfernt? Nein. Scheinbar will er wieder, dass ein Butterverkäufer kommt und es ihm direkt an der Haustür erzählt, damit er nicht mal rausgehen muss. Allahu a'lam. Jedenfalls sehen wir wissen die Gnade nicht, die wir heutzutage haben. Wir kennen den Wert der Moscheen nicht, der Versammlungen, die Gemeinschaftsgebete, die Duas, die Majal, wir kennen das nicht. Weil wir nichts von damals gehört haben, weil wir die Geschichte nicht kennen. Weil wir nicht wissen, dass jemand damals, der nur wenn er Ali oder Fatima oder Hassan oder Hussein hieß, dass er sofort getötet wurde. Allein wenn er diesen Namen trug. صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Mir ist gerade eine Geschichte in den Sinn gekommen. Einer kam einst zu Muawiya und Muawiya hat gehört, dass er einen Sohn bekommen hat und hat ihn gefragt: Wie willst du ihn nennen? Er sagte: Ich will ihn Ali nennen. Er sagte: Und wie soll seine Kunya sein? Ihr wisst ja, derjenige, die Leute haben immer einen Namen, eine Kunya. Zum Beispiel Haidar, Abu Karrar, Ali, Abu Karrar, keine Ahnung, was auch immer. Abu Hassan, was auch immer. Er sagt, okay, dann soll heißt Ali. Wie ist sein Name? Er sagte Abu al-Hassan. Muawiyah schaut ihn an. Er sagte, entweder Ali oder Abu al-Hassan. Wenn du beide nimmst, wirst du unter meiner Herrschaft nicht überleben. Weil Ali, Imam Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib, hatte den Beinamen Abu al-Hassan. Du sollst ihn nicht Ali und Abu al-Hassan nennen. Das erinnert zu sehr an Imam Amir al-Mu'minin, salatullahi wa salamu alayhi. Eins von beiden, wenn du unter meiner Herrschaft leben willst. Unter diesen Umständen hat Imam al-Kadhim alayhi salam und die Schia von Imam al-Kadhim gelebt. Als Harun al-Rashid, la'anullah, Imam al-Kadhim alayhi salam ins Gefängnis brachte, kamen 3 Gefährten zum Imam im Gefängnis besuchen. Sie sagten ihm: O Imam, du bist im Gefängnis, was sollen wir Schia tun? Du bist im Gefängnis, was sollen wir tun? Und der Imam schaute sie an und sagte nur eine Sache. Er sagte: Jim. Jim? Was ist Jim? Wir kennen der arabische Buchstabe im Alphabet, Alif, Ba, Ta, Tha, Jim.
Er hat nur Jim gesagt. Der erste Gefährte verstand daraus Jim, also Jabal, also dass er in die Berge ziehen soll und dort leben soll. Der zweite Gefährte verstand daraus Jala'atul Watan, also das Land verlassen und in eine andere Stadt zu ziehen und dort zu leben. Der dritte Gefährte war Bahlul. Er sagte, nein, ich weiß, was der Imam meint. Mit Jim meint er Junun. Junun, also Verrücktheit. Er sagte, ich werde mich verrückt stellen und in meiner Verrücktheit die Lehre von Imam Musa al-Kadhim verbreiten. Bahlul. Kennt ihr Bahlul? Habt ihr schon mal von ihm gehört? Er war nicht verrückt. Aber es gab keine andere Möglichkeit, die Lehren von Imam al-Kadhim zu verbreiten. Er sagte, ich werde einen auf verrückt tun und ich werde die Lehren von Imam al-Kadhim verbreiten. Wisst ihr, was das für ein großes Opfer darstellt? Sein gesamtes Leben umzustellen, seinen Geisteszustand quasi aufzugeben, für immer so zu tun, als wäre man verrückt, nur um die Lehren von Imam al-Kadhim und der Ahlul Bayt zu verbreiten. Was das für ein großes Opfer ist, das können wir uns nicht vorstellen. Und heutzutage, wenn wir zu jemandem sagen, sei religiös, mach dies und jenes, wieso betest du nicht? Sagt er, ich bin nicht bereit. Wie oft haben wir das gehört? Ich bin nicht bereit. Nicht bereit? Denkst du, irgendjemand wartet auf dich, dass du nicht bereit bist? Das Schiff von Muhammad wa al-Muhammad ist auf See. Entweder du bist darauf oder du ertrinkst. مثل أهل بيتي في فيكم كسفينة نوح من ركبها نجا ومن تخلف عنها غرق وهوى. Eure Sache. Das Schiff von Muhammad wa al-Muhammad ist da. Entweder du springst rauf oder du ertrinkst und bist alleine. Das ist deine Sache. Bruder, wieso betest du nicht? Ach, ich bin noch nicht bereit. Ich fühle mich noch nicht ganz. Schwester, wieso trägst du kein Kopftuch? Wenn ich heirate, trage ich Kopftuch. Bruder, wieso machst du dies? Und ich bin noch nicht bereit, in die Moschee zu gehen. Ich fühle mich noch nicht ganz. Der Tod unserer geliebten Schwester Iman hat vielen die Augen geöffnet. Alhamdulillah, sie gehörte zu denjenigen, die gebetet haben. Sie gehörte zu denjenigen, die Kopftuch getragen haben. Was ist aber mit denjenigen, die sagen, in 2 Jahren mache ich das, in 2 Jahren. Wer sagt uns, dass wir noch so lange leben? Wenn wir morgen sterben sollten, wir stehen vor Allah, subhanahu wa ta'ala, werden wir dann sagen können, aber Allah, ich hatte vor, in 2 Jahren Kopftuch anzuziehen, ich hatte vor, in 2 Jahren zu beten. Deine Schuld, du hast mich zu früh genommen. Daher, diese harten Worte richtig an uns alle, damit wir wachgerüttelt werden. Heute, ab diesem Augenblick, ändern wir unser Leben. Nicht morgen, übermorgen, wenn ich heirate, wenn ich zu Hajj gehe, wenn ich im Sterbebett liege, zum Beispiel. Heute und jetzt ändern wir unser Leben. Daher, nicht bereit? Was nicht bereit? Spring so schnell du kannst auf das Schiff von Muhammad wa al-Muhammad. Das Gleichnis, meine Ahlul Bayt unter euch, ist wie das Schiff von Noah. Wer es besteigt, der ist gerettet. Wer sich davon abwendet, der ertrinkt und ist verloren. Niemand wird auf dich warten. Das Schiff wird nicht warten und sagen, okay, wir warten, bis du bereit bist. Der Islam wird stoppt komplett, wir warten jetzt, bis du betest und dann machen wir weiter. Keiner wird es sagen. Entweder du bist bereit und machst es sofort, oder du und Gott, du und Allah, du wirst alleine im Grab liegen. Irgendwann wird der Tag kommen, wo du im Grab liegst, dann kannst du schauen, wo dein Bereitsein lag. Dann kannst du schauen, bist du bereit für den Tod oder nicht. Niemand wird bereit für den Tod sein. Bahlul hat sich verrückt gestellt. Und es gibt wirklich sehr interessante, also wenn wir Bahlul sehen würden, wir würden äußerlich einen Verrückten sehen, der rumhampelt und Grimassen zieht, aber wenn wir auf seine Worte hören würden, das sind Worte aus Gold. Einst, wir erzählen mal einige Geschichten von Bahlul, damit ihr ungefähr einen Einblick von ihm bekommt. Einst war Bahlul auf dem Thron von Harun al-Rashid. Er war auf seinem Thron, er hat gespielt, er hat rumgesprungen und so weiter. Und die Leute kamen, seine Wachen kamen, haben ihn geschlagen, haben ihn auf den Boden geworfen. Und Bahlul hat dann auf dem Boden angefangen zu weinen. Also er hat so getan, als würde er weinen. Er hat so getan, als wäre er verrückt. Harun al-Rashid ist gekommen. Er hat gesagt, wieso weint Bahlul? Sie sagten, oh Meister, er war auf deinem Thron. Und jeder, der auf deinem Thron ist, den schlagen wir und den ziehen wir auf den Boden. Und Harun al-Rashid sagte zu Bahlul, Bahlul, ist das der Grund, wieso du weinst? Er sagte, nein. Er sagte, wieso weinst du dann? Er sagte, ich weine um dich. Wie kannst du auf dem Thron von Fatima al-Zahra und ihren Nachfolgern sitzen? Und dann ist er so weggerannt. Harun Rashid weiß, er ist verrückt. Aber die Botschaft kam an, nach dem Motto, ich saß jetzt auf deinem Thron und schau, was deine Soldaten mit mir gemacht haben. Wie kannst du auf dem Thron von Fatima al-Zahra und ihren Nachfahren sitzen? Was willst du Allah subhanahu wa ta'ala am Tage des Gerichts antworten?
Zu einer anderen Begebenheit kam Bahlul zu Harun al-Rashid und er sagte zu ihm, gib mir die Schlüssel der Gefängnisse von Bagdad. Und Harun al-Rashid sagte, wieso, was willst du damit? Er sagte, ich will nur damit spielen, ich will nur mit den Schlüssel spielen. Und er sagte, gut, er hat sie ihm gegeben. Und dann ist Bahlul, nach einigen Stunden kam eine Wache zu Harun al-Rashid. Er sagte, oh Meister, wir haben ein Problem, alle Gefangenen in Bagdad sind frei geworden, sind frei entlassen worden. Er sagte, oh mein Gott, Bahlul, was hast du getan? Wo ist Bahlul? Sie sagten ihm, er ist bei den Gräbern, er ist im Friedhof. Er ging, Harun al-Rashid ging zum Friedhof, zu Bahlul, und er sah ihn dort weinen. Er sagte, Bahlul, was hast du getan? Habe ich dir nicht gesagt, du sollst aufpassen, du sollst nichts damit machen mit den Schlüsseln? Er sagte, ja, mein Meister, Meister, vergib mir, was kann ich tun, damit du mir vergibst? Er sagte, es gibt eine Möglichkeit, wie ich dir vergebe. Sammel alle Gefangenen wieder ein, sodass sie eingesperrt werden und ich werde dir vergeben. Und jetzt schaut die Antwort von Bahlul. Er sagte, okay, kein Problem, nichts leichter als das. Wir warten hier am Friedhof, denn eines Tages kehren wir alle hier wieder zurück. Das ist Bahlul. Sodass Harun al-Rashid manchmal sagte, Bahlul, ich weiß, du bist verrückt, aber manchmal sagst du Sachen, die so weise sind, woher kommt das? Und er weiß nicht, dass diese Sachen von Imam al-Kadhim a.s. sind, den er eingesperrt hat. Eines Tages sagte Harun al-Rashid zu Bahlul, O Bahlul, wie ist es, am Sirat zu stehen? Sirat, also am Tage des Gerichts, dieser Weg, der entweder zur Hölle oder zum Paradies führt. Er sagte, wie ist es, dort zu stehen? Bahlul sagte, ich weiß nicht. Er sagte, doch, erklär es mir. Er sagte, okay, ich weiß es. Er sagte, bring mir einen Kessel. Sie brachten ihm einen Kessel, einen großen Kessel. Er sagte, macht Wasser rein. Und sie haben Wasser reingemacht. Er sagte, macht darunter ein Feuer an, bis das Wasser kocht. Sie haben Feuer drunter angemacht, bis das Wasser gekocht ist. Dann hat er gesagt, bringt mir eine große Platte und tut es auf diesen Kessel. Und sie haben eine große Platte gebracht und auf diesen Kessel getan. Er sagte zu Harun, jetzt spielen wir ein Spiel. Ich steige darauf, ich sage, wer ich bin, was ich esse, was ich trinke, was ich in der Dunya besitze und steige wieder runter. Er ist auf diese Platte, unter der kochendes Wasser ist. Mein Name ist Bahlul, ich esse ein bisschen Brot, ich trinke Wasser und ich besitze nichts in dieser Dunya und ist abgestiegen. Er sagt, jetzt bist du dran. Harun stieg drauf. Mein Name ist Harun al-Rashid. Ich trinke Alkohol und Säfte und dies und jenes. Ich esse dieses Fleisch und das. Und er sprang runter. Er konnte es nicht mehr aushalten. Er sagte, was ist los? Wir sind noch nicht mal da angelangt, wo du sagen sollst, was du besitzt. Er sagte, ich halte es nicht aus. Was meinst du? Er sagte, das, was unter dir wäre, war nur kochendes Wasser. Wie willst du am Sirat stehen und unter dir ist das Höllenfeuer und Allah fragt dich über dein Leben? Das war Bahlul, der seinen Geisteszustand geopfert hat, damit er die Lehren von Muhammad wa al-Muhammad verbreiten kann. Er hat so getan, als wäre er verrückt. Die Leute haben ihn schikaniert, geschlagen, keiner hat ihn ernst genommen. Aber seine Worte haben immer ihr Ziel getroffen. Das ist, was die Anhänger der Ahlul Bayt an Opfer gebracht haben. Wie viel Opfer haben wir gebracht? Wir bringen nicht mal dieses Opfer, das Gebet zu seiner Zeit zu beten. Weil uns jemand vielleicht anschauen könnte und sagen könnte, haha, guck dir den mal an, der beugt sich nieder und der macht dies und jenes. Das sind wenn Anhänger der Ahlul Bayt, deswegen sagen die Imame der Ahlul Bayt, Schia zu sein, bedeutet nicht zu sagen, ich bin hier Schia und fertig. Schia zu sein sehen wir an diesen Menschen, an Bahlul, an andere Gefährte, das sind Schiiten. Deswegen diejenigen, die sagen, ich bin Schiite und ich bin stolz drauf, Wer kann von sich behaupten, ich bin Schiite? Wer kann von sich behaupten, so zu sein wie diese Leute, die wahrhaftige Schiiten sind? Das sind Schiiten. Wir sind Liebende der Ahlul Bayt. Wir haben von ihnen gehört, wir lieben sie, wir versuchen, sie in unser Leben zu integrieren und das nicht mal hundertprozentig. Nur da, wo es uns passt. Wir nehmen die Religion so, wie sie uns gerade passt. Das gefällt uns, nehmen wir. Das gefällt uns nicht, legen wir weg. Ein Beispiel dazu. Ali ibn Yaqtin. Ali ibn Yaqtin war der Minister von Harun al-Rashid. Er war einer seiner Minister. Aber Ali ibn Yaqtin hat den Weg der Ahlul Bayt a.s. befolgt. Also er ist konvertiert, hat quasi angefangen, die Lehren der Ahlul Bayt zu befolgen und Imam al-Kadhim a.s. zu befolgen. Und er hat einen Brief an Imam al-Kadhim geschrieben. Er sagte, oh Imam, wie machen wir den Wudu? Und der Imam a.s. antwortete ihm im Brief, er sagte, wir praktizieren den Wudu so, wir waschen unser Gesicht, wir waschen unsere Arme, wir streichen über unseren Kopf und wir waschen unsere Füße. Ali ibn Yaqtin war verwundert. Waschen unsere Füße? Wir streichen eigentlich über unsere Füße. Aber der Imam sagt,
wascht eure Füße. Und der Imam ist fehlerlos, er kann keinen Fehler gemacht haben. Zur gleichen Zeit kam ein Spion zu Harun al-Rashid. Er sagte zu ihm, O Meister, Ali ibn Yaqin, dein Minister, hat deinen Weg verlassen. Er ist jetzt ein Liebender von Al-Kadhim geworden, von Musa ibn Ja'far geworden. Er sagte, nein, niemals. Ali ibn Yaqin würde niemals meinen Weg verlassen. Und der Spion sagte, doch, doch, vertrau mir. Er hat deinen Weg verlassen. Harun al-Rashid sagte, okay, ich werde es herausfinden. Morgen werde ich ihn ausspionieren. Ich werde sehen, wie er Wudu macht. Jetzt kommt's. Der Imam sagt, er hat einen Brief gelesen, wo sein Imam Musa ibn Ja'far sagt, wasch deine Füße. Er weiß, er streicht seine Füße. Am nächsten Tag kam Ali ibn Yaqin, wollte Wudu machen. Harun al-Rashid hat ihn durchs Fenster beobachtet. Er wusste es nicht. Er hat sein Gesicht gewaschen, er hat seine Arme gewaschen, er hat seinen Kopf gestrichen. Und jetzt kam er zu diesem Punkt. Soll ich jetzt streichen, was er eigentlich ist? Oder höre ich bedingungslos auf meinen Imam? Wenn mein Imam sagt, wasch, dann wasche ich. Er sagt, ich höre bedingungslos auf meinen Imam. Er schrieb mir waschen, also wasche ich. Er hat seine Füße gewaschen. Harun al-Rashid sagte, schau, er wäscht die Füße, er ist immer noch auf unserem Weg. Das ist das Problem, was einige Schiiten heutzutage haben. Sie nehmen das, was ihnen passt. Imam Sadiq hat keinen Namen in Ziyarat Ashura erwähnt. Sie müssen jetzt unbedingt kommen und Namen hinzufügen. Die Ahl al-Bayt haben niemals namentlich verflucht. Sie kommen und müssen unbedingt namentlich verfluchen. Sie denken, sie können der Ahl al-Bayt vorauseilen. Wenn die Ahl al-Bayt das nicht gemacht hat, wir sind mutiger. Als wären sie mutiger als die Ahl al-Bayt. Wir sind mutiger, wir nennen Namen, wir haben keine Angst. Denkt ihr, es geht um Mut? Die Imame der Ahl al-Bayt hatten keinen Mut, Imam Ali hatte keinen Mut. Wer ist mutiger als Amir al-Mu'minin wa Sayyid al-Muhidin, Ali ibn Abi Talib a.s.? Wer ist mutiger als er? Daher diejenigen, die den Imam vorauseilen oder hinter ihnen herbleiben, diejenigen sind verloren. Die, die mit ihnen sind, die sich nicht von ihnen trennen, egal in welcher Situation. Imam Sadiq sagt, spring in den heißen Ofen, wo Feuer ist, er springt rein. Ihr kennt sicherlich die Geschichte. Als jemand eins von einem fremden Land kam und sagte, oh Imam, wir stehen dir alle bereit, wir sind alle deine Schia, so wie wir heute sagen. Wir sind alle deine Schia. Mach eine Revolution, wir stehen dir alle bei. Und dann kam jemand, der ein wahrhaftiger Anhänger von Imam Sadr war. Er sagte zu ihm, da war ein Ofen mit Feuer. Er sagte zu ihm, steig in diesen Ofen rein. Also zuerst sagte er zu dem anderen, steig in diesen Ofen rein. Er sagte, oh Sohn des gesandten Gottes, was habe ich getan? Wieso soll ich jetzt da reinsteigen? Das ist Feuer, willst du mich verbrennen? Was habe ich getan? Ich bitte um Verzeihung. Und dann kam währenddessen einer seiner wahren Anhänger. Er sagte zu ihm, steig in den Ofen. Ohne mit der Wimper zu zucken, stieg er in den Ofen. Und er saß da, Barden wa Salama. Und er sagte, wie viele von deinen Anhängern, von denen du berichtest, sind so wie er? Er sagte, bei Allah nicht ein einziger. So ist es in Wirklichkeit. Wieso war Imam Hussein wohl nur mit 72 unterwegs? Gab es nicht mehr Anhänger? Es gab. Aber waren sie Liebende oder waren sie Schia? Sie waren Liebende. Und wenn es aber darauf ankam, nein, dann nicht. Jetzt geht es um Leben, jetzt geht es um Tod, jetzt geht es darum, etwas zu verlieren. Nee, da, tut mir leid, bis dahin und nicht mehr. So wie es in einem Gedicht heißt. In einem Gedicht hieß, sinngemäß war es so, dass Imam Hussein mal auf jemanden traf. Er sagte, ich gebe dir mein Schwert und mein Pferd und meine Rüstung. Ich gebe dir alles, was du willst. Der Imam sagte, ich brauche das nicht, ich brauche dich. Er sagte, nein, ich nicht. Mein Nefs nicht. Ich gebe dir alles, was ich habe, aber ich nicht. Es geht hier um Tod. Es geht hier darum zu kämpfen. Nein, bis dahin und stopp. Und Ali ibn Yaqin gehörte zu denjenigen, der bedingungslos auf seinen Imam gehört hat. Der Imam sagt, wasch, er wäscht. Ohne zu hinterfragen. Harun al-Rashid hatte zwei Gründe, sich besorgt quasi, um Imam al-Kadhim a.s. ins Gefängnis zu stecken. Der erste Grund, eines Tages sagte er zu ihm, oh Musa bin Ja'far, wieso glaubt ihr, Söhne von Abu Talib, ihr werdet besser als wir, Söhne von Abbas? Weil, wir haben vorhin schon gesagt, Imam al-Kadhim stammt von der Linie von Abu Talib, von der Linie von Fatima al-Zahra und die Khulafa der Abbasiden von der Linie von Abbas. Und Abbas und Abu Talib waren Brüder. Er sagte, wieso glaubt ihr, ihr seid besser? Und Imam al-Kadhim a.s. sagte, O Harun, wir sind von der Linie von Abu Talib und unsere Mutter ist Fatima al-Zahra. Und die Nachkommenschaft und die Herrschaft des Gesandten Gottes wird nicht durch seine Onkel vererbt, sondern durch seine Kinder. Und dann sagte er zu ihm, O Harun, wenn der Prophet sallallahu alaihi wa alihi jetzt hier wäre
und er würde um die Hand deiner Tochter anhalten, würdest du ihm geben oder nicht? Also wenn der Prophet jetzt hier wäre und er würde um die Hand deiner Tochter anhalten, würdest du sie ihm geben oder nicht? Er sagte ja und ich hätte die Ehre, sie ihm zu geben. Er sagte aber, der Prophet würde niemals zu uns kommen, denn wir sind die Söhne Fatimas, seiner Tochter. Zu uns kann er nicht kommen und um die Hand unserer Töchter anhalten, denn er ist ihr Großvater. Du bist quasi indirekt mit ihm verwandt. Wir sind von der direkten Linie des gesandten Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Das war der erste Grund. Der zweite Grund, er brauchte etwas, er brauchte quasi einen Grund, also einen großen Grund, um Imam al-Kadhim ins Gefängnis zu sperren. Er kann ihn nicht einfach so ins Gefängnis sperren, er hatte Angst, dass eine große Revolution und so weiter entsteht. Also brauchte er einen Grund. Und den Grund besorgte er sich von dem Neffen von Imam al-Kadhim a.s. Imam al-Kadhim hatte einen Bruder namens Ismail. Dieser Ismail hatte einen Sohn namens Ali, also Ali ibn Ismail. Und man hat ihm Geld geboten, diesem Ali ibn Ismail, seinem Neffen. Man hat ihm Geld geboten, wenn er von Medina nach Bagdad geht und dort Gerüchte über Imam al-Kadhim verstreut, Gerüchte verbreitet. Und dann, als Ali ibn Ismail nach Bagdad gehen wollte, Imam al-Kadhim sagte zu ihm, oh Ali, wo willst du hin? Er sagte, ich muss nach Bagdad. Er sagte, was willst du dort? Er sagte, ich habe einige Schulden, die ich bezahlen muss. Er sagte, oh Ali, bleib hier, ich bezahle deine Schulden. Er sagte, nein, nein, ich muss dahin. Oh Onkel, hast du einen letzten Ratschlag für mich? Er sagte zu ihm, oh Ali, sei nicht der Grund für das Blutvergießen meiner und meiner Schia. Sei nicht der Grund für das Blutvergießen von mir und meinen Schiiten. Und hier hast du 300 Dirham für den Weg. Er gab ihm einfach so 300 Dirham mit. Die Gefährten, die um Imam al-Kadhim waren und das gesehen haben, haben gesagt, du weißt doch ganz genau, was er in Bagdad tun wird. Wieso gibst du ihm noch Geld? Und schaut, was die Antwort von Imam al-Kadhim war. Wieso befolgen wir die Ahlul Bayt? Schaut, was die Antwort war. Er sagte, der Gesandte Gottes Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sagte, kümmert euch um eure Verwandten und Bekannten und seid gut zu ihnen. Und was sie euch antun, das ist Gottes Sache, nicht eure. Eure Aufgabe ist es, gut zu euren Verwandten und Bekannten zu sein. Was sie euch antun, das ist Gottes Angelegenheit, nicht eure. Seid ihr gut zu euren Verwandten. Aber wenn sie schlecht sind, das ist ihre Sache. Allah richtet über sie, nicht ihr. Daher hat ihm die 300 gegeben. Und dann ist Ali ibn Ismail nach Bagdad gegangen. Natürlich alles abgesprochen mit Harun al-Rashid. Er trat in den Palast vor versammelter Mannschaft quasi, wie man so schön sagt. Alle waren anwesend, die Gouverneure und Richter, alle waren da. Und er sagte, O Meister, Musa ibn Ja'far ist in Medina. Er sammelt Waffen und bereitet eine Armee vor, um dich zu töten. Und dann wandte sich Harun al-Rashid an alle Anwesenden. Er sagte, habt ihr das gehört? Erlaubt ihr mir nun, dass ich ihn in mein Gefängnis stecke, also Imam al-Kadhim? Und sie sagten ja. Danach kam Ali ibn Ismail zu Harun al-Rashid und sagte, meine Belohnung bitte. Ich habe getan, was du wolltest, gib mir meine Belohnung. Und er gab ihm einen Beutel. Wisst ihr, wie viel drin war? 200 Dirham. Wie viel hat Imam al-Kadhim ihm gegeben? 300 Dirham. Als er das sah, hat er so einen Schock bekommen. Er hat seinen Onkel verraten, der ihm 300 Dinar gegeben hat und er hat nur 200 bekommen. Er hat einen Schock bekommen und ist daran sofort gestorben, an dieser Stelle. Sofort gestorben. Und ab da an begann das Leid für Imam al-Kadhim a.s. 15 Jahre seines Lebens hat Imam, 15 Jahre hat der Imam im Gefängnis verbracht. Von einem Gefängnis zum anderen verschleppt. Zuerst das Gefängnis in Basra. Danach ein Gefängnis Qantara. Danach brachte man ihn zum Gefängnis von Fadl ibn Rabi'. Und wisst ihr, was die Worte von Imam al-Kadhim waren, als er das Gefängnis betrat? Bei Allah, ihr werdet es nicht glauben. Als Imam al-Kadhim das Gefängnis betrat, sagte er, O Allah, ich habe dich mein gesamtes Leben darum gebeten, dass du mir eine Möglichkeit gibst, an einem kleinen Ort dich in Ruhe anzubeten. Ich danke dir dafür, dass du mir nun diese Möglichkeit gegeben hast. Wer von uns würde an sowas denken? Zu Unrecht im Gefängnis und dann dankt er Allah subhanahu wa ta'ala dafür, dass er ihn nun in Ruhe anbeten kann. Die Überlieferungen berichten, man hat die schönste Frau von Arabien geholt und sie in die Zelle von Imam al-Kadhim gesteckt. Die schönste Frau, die es gab, hat man zum Imam in die Zelle hereingebracht.
Und sie sagte zu ihm, O du, ich bin bereit, dir alles zu geben, was du von mir willst. Sag, was du willst und ich gebe es dir. Der Imam hat sie ignoriert. Sie wiederholte diese Worte, alles, was du willst, gebe ich dir. Er hat sie wieder ignoriert. Und sie sagte dann, egal, der Khalif hat mich zu dir geschickt. Egal, was du von mir möchtest, ich bin bereit, es dir zu geben. Und der Imam a.s. wandte sich zu ihr und er sagte, weshalb soll ich mich an dich wenden, wenn Allah subhanahu wa ta'ala mir viel mehr bietet, als du es je könntest? Wieso soll ich mich an dich wenden? Allah gibt mir viel mehr. Und die Überlieferung berichten, die Wachen kamen nach einigen Stunden wieder. Sie sahen Imam al-Kadhim im Sujud und die Frau dahinter im Sujud. Man hat Männer geschickt, die kein Arabisch sprechen konnten. Man hat extra Männer in die Zelle von Imam al-Kadhim gebracht, die kein Arabisch konnten. Sie sollten ihn foltern und töten. Nach einigen Stunden kamen sie als Muslime wieder raus. Die Wachen sagten zu ihm, was ist geschehen? Ihr solltet ihn töten. Sie sagten, bei Allah, er hat angefangen, in unserer Sprache mit uns zu sprechen und uns den Islam erklärt und wir haben den Islam jetzt angenommen. Fadl ibn Rabi, der Eigentümer des Gefängnisses, er sagte, wie soll ich jemanden foltern, der am Tage fastet und in der Nacht betet? Wie? Imam al-Kadhim im Gefängnis hat am Tage gefastet und in der Nacht gebetet. Er hat ihn geholt und er sagte, schau, was siehst du da? Also er hat ihn zum Gefängnis gebracht, er sagte, was siehst du da? Er sagte, ich sehe nur Leere. Leere Zelle. Er sagte, nein, schau genau hin. Und dann schaut er hin und er sah, wie Imam al-Kadhim im Sujud war. Assalamu alayka ya sahib as-sajdatil tawila. Der Friede sei mit dir, oh du Eigentümer der langen Niederwerfung. Imam al-Kadhim hat seine Nächte in der Niederwerfung zu Allah subhanahu wa ta'ala verbracht. Nach dem Gefängnis von Fadl ibn Rabi' brachte man ihn zum Gefängnis von Fadl ibn Yahya. Nach dem Gefängnis von Fadl ibn Yahya brachte man ihn in ein Gefängnis, El-Sindi. Und dieses Gefängnis, wie soll man es beschreiben? Normalerweise hat man in einer Zelle Platz, wo man sich bewegen kann. Das Gefängnis von El-Sindi war nur so breit wie der Körper des Menschen. Das heißt, er konnte sich nur so reinstellen. Er konnte sich nicht einmal hinsetzen. Und oben drüber hat man einen Stein gelegt, also die Grube hat man einen Stein gelegt, sodass der Imam nicht wusste, wann Tag und wann Nacht ist. Er konnte nur stehen, weil die Zelle so eng war quasi. Er konnte sich nicht einmal hinsetzen. Und er sagte zu den Wachen, O Wachen, wenn ihr bitte wenigstens, wenn ihr beten geht, sagt mir, dass ihr beten geht, damit ich meine Gebete zu der richtigen Zeit verrichten kann, weil ich nicht weiß, wann Tag und wann Nacht ist. Und einmal hat man den Stein zur Seite bewegt und der Imam a.s. hat versucht zu schauen, ist es gerade Tag, ist es gerade Nacht? Damit er weiß, wie die Gebete sind. Und dann kam einer der Wache und hat ihn mit dem Fuß ins Gesicht geschlagen. Man hat das Gesicht von Imam al-Kadhim a.s. geschlagen. Bei Allah, wenn wir am Tage des Gerichts vor unserem Imam stehen und er sieht, unsere Gebete, wir haben unsere Gebete vernachlässigt, was sollen wir ihm dann sagen? Stellt euch vor, ihr seid vor dem Imam, der das alles durchlebt hat. Und wir sagen, oh Imam, aber die Blicke der Menschen, wir haben uns geschämt. Ist das kein Verrat an den Imam? Ist das kein Verrat an die Ahlul Bayt a.s.? Imam al-Hussein hat sein Blut für den Islam gegeben, damit wir heute beten können. Damit wir heute das Gebet haben. Al-Islam Muhammadiyul Wujud, Husayniyul Baqa. Der Islam ist muhammadanischen Ursprungs, husaynitischen Verbleibens. Ohne Imam Hussein, was für ein Islam hätten wir heute? Wir hätten einen Islam, wo Musik gespielt wird, einen Islam, wo es keine Gebete gibt, einen Islam mit Alkohol, so einen Islam hätten wir. Ein Islam, wo alles verfälscht ist. Und dann kommen wir, wenn wir uns am Tage des Gerichts vor dem Imam, wenn der Imam uns fragt, wie seid ihr mit dem Gebet umgegangen, wie seid ihr mit meiner Botschaft, wie seid ihr mit meinem Islam umgegangen, sagen, oh Imam, aber es war schwierig. Wir waren in Deutschland, stimmt, aber es war schwierig für uns, in Islam zu leben. Dann sagt er, wisst ihr denn nicht, wie ich im Gefängnis gefoltert wurde, damit ihr das Gebet habt? Damit ihr das Gebet hattet, wurde ich und meine Familie, wir wurden alle getötet. Assalamu alayka ya sahib al-sajdat al-tawila. Assalamu alayka ya imam al-masmum. Assalamu alayka, der Friede sei mit dir, o Imam, der vergiftete Imam, der geduldige Imam. Der Imam, der alles geopfert hat, er und seine Gefährten, damit wir heute unsere Religion hier haben. Damit wir uns jeden Freitag hier versammeln können. Wie gehen wir mit diesem Erbe um? Jeder einzelne von uns wird am Tage des Gerichts befragt, wie seid ihr mit dem Erbe von Imam al-Kadhim umgegangen? Jeder von uns. Keiner kann denken, er kann sich rausreden.
Und dennoch sehen wir Leute, die keine Ahnung von Imam al-Kadhim haben, die nichts über ihn wissen, außer vielleicht seinen Namen. Und dass er der Sohn von Imam al-Sadiq war und der Vater von Imam Rida. Das war's. Sodass, wenn man ihn besuchen geht im Irak, kann man nicht über ihn weinen. Wieso? Weil man nichts über ihn weiß. Das ist Imam al-Kadhim, das sind unsere Imame, über die wir sagen, wir lieben sie und wir befolgen sie, aber wo? Daher möchten wir nun unsere Herzen gemeinsam wenden nach Irak zu Imam al-Kadhim alayhi salam und unsere Ziyara und unseren Bund mit ihm erneuern. Ab dem heutigen Tag sagen wir, oh Imam, wir kannten dich vorher nicht, heute kennen wir dich, wir wissen nun, was du ertragen musstest. Wir werden ab heute auf dein Erbe aufpassen. Niemals werden wir unsere Gebete vernachlässigen. Niemals werden wir unsere religiösen Verpflichtungen vernachlässigen, o Imam. Wir wissen, was du erleiden musstest, damit die Botschaft deines Großvaters an uns herankommt. Es ist alles eine Linie. Der Gesandte Gottes, Imam Ali, Imam Hassan, Imam Hussein, alles eine Linie. Jeder hat auf die Botschaft aufgepasst, damit wir sie heute hier haben. Und daher ist es unser aller Pflicht, richtig mit diesem Erbe umzugehen. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد